ist, sie kann sehr gut Druck machen auf Politiker, weil ihre Anhänger sehr treu sind und auch sehr gut beeinflussbar sind, was Wahlen angeht. Das heißt, die Politiker haben einfach auch Angst ein bisschen vor dieser Lobbygruppe und deswegen tun sie sehr viele Dinge, die die Aktivisten dort von ihnen verlangen. Ja, aber wenn Sie gerade die Wahlen ansprechen, ich meine, vor 3 Jahren gab es kurz vor der Wahl, vielschichtiger ist. Es wird natürlich auch Einzeltäter. Und das macht auch die Lobby gerne, dass sie sagt, nicht die Waffe schießt, sondern der Mensch, der die Waffe in der Hand hat. Und die Diskussion ist dann wieder, wie konnte dieser junge Mann an Waffen kommen, was hat ihn geprägt, was waren die Gründe für ihn. Also da geht es dann eher um die Frage, um geistiger Kraft.